Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen von Kompakt Magazin zur Vorstellung unserer neuen Spezialausgabe. Es geht um diese neue Ausgabe, Sonderausgabe von Kompakt Magazin, Kompakt Spezial, Finanzmächte, Kriminalgeschichte des großen Geldes. In dieser Ausgabe wird ein weiter Bogen gespannt bis zurück ins Mittelalter, über die Fugger, über die Gründung der Bank of England, bis in die Neuzeit, über die Bilderberger, über die Freimaurer, Rothschild, Rockefeller, BlackRock, JP Morgan und wie sie alle heißen, die im Hintergrund unter der politischen Oberfläche die politischen Fäden ziehen. Und egal, wie man über Horst Seehofer denkt, einmal hat er was Richtiges gesagt, nämlich im Jahr 2009 in der Sendung Pelzig hält sich im ZDF, als er zum Ausdruck brachte, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Um diese Leute, die etwas zu entscheiden haben und die immer im Schatten bleiben, geht es in dieser Ausgabe. Und man sollte nicht denken, dass es nur Historie ist, dass es nur Vergangenheit ist, sondern diese Kräfte prägen auch die Gegenwart und sie prägen insbesondere das angebrochene Jahr 2019. Alle wichtigen Schauplätze sind verbunden mit diesen großen Namen des großen Geldes. Wenn wir in Europa anschauen, Frankreich, die Gelbwesten, ihnen steht gegenüber Präsident Emmanuel Macron, der ein Mann von Rothschild ist. Wenn wir uns anschauen, eine Figur wie George Soros, der Megaspekulant aus den USA, Milliarden, vielleicht sogar Billionen schwer, er dirigiert die Flüchtlingsströme, die illegal über unsere Grenzen strömen. Er finanziert die Schlepperorganisationen, die sich als NGO, also als Nichtregierungsorganisation, tarnen. Er steckt drin bei den Schlepperschiffen im Mittelmeer. Zu ihm hält Kontakt in Deutschland die berüchtigte Amadeu-Antonio-Stiftung, sozusagen das Herz der gewaltbereiten Antifa-Linken. Wir haben Goldman Sachs, eine der stärksten amerikanischen Privatbanken, die es geschafft hat, ihren Emissär an die Spitze der Europäischen Zentralbank zu bringen, nämlich Mario Draghi, der mit seiner Bazooka Milliarden und Abermilliarden nicht gedecktes Papiergeld in die Kreisläufe presst, für die letzten Endes Deutschland, das heißt der deutsche Steuerzahler, das heißt wir, gerade stehen. Wir haben in den USA noch eine wichtige Privatbank, nämlich JP Morgan, die zu den größten Finanziers der Präsidentschaftskampagne von Hillary Clinton gehört hat. Und der Chef von JP Morgan hat im letzten Herbst angekündigt, er würde gerne US-Präsident anstelle von Donald Trump werden. Er steht für eine Öffnung der Grenzen und damit gegen das wichtigste innenpolitische Vorhaben von Trump, nämlich den Bau einer schützenden Grenzmauer zu Mexiko. Diese ganzen Konflikte laden sich auf und sie können jederzeit explodieren. Und wie kurzfristig eine Explosion stattfinden kann, zeigen die aktuellen Ereignisse in Venezuela. Venezuela steht kurz vor dem Ausbruch bewaffneter Kämpfe und die russische Regierung hat gestern davor gewarnt, dass die Amerikaner militärisch eingreifen könnten. Was ist der Hintergrund? Am Mittwoch gab es Großdemonstrationen der proamerikanischen, der pro-US-amerikanischen Opposition in der Hauptstadt Caracas. Hunderttausende waren auf der Straße. Das Militär, die Polizei geht auch bewaffnet gegen diese Leute vor. Und an diesem Mittwoch wurde der starke Mann der Opposition, der Parlamentspräsident, er hat sich zum neuen Präsidenten ausgerufen.
außerhalb der gesetzlichen Wege, außerhalb der Institutionen, im Grunde illegal. Aber die Amerikaner haben ihn sofort unterstützt und damit gibt es jetzt zwei Präsidenten in dem Land. Einen, der gewählt worden ist, der Sozialist Maduro und eben dieser neue Mann, der zu neu im Amt ist, als dass man überhaupt seinen Namen wüsste, hinter dem aber die Amerikaner stehen. Die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten hat die bisherige Regierung abgebrochen, auch gestern. Die amerikanischen Diplomaten sind ausgewiesen worden, aber die amerikanischen Diplomaten weigern sich zu gehen. Nur die Familien werden nach Hause geschickt. Also was als nächstes kommt, ist eine Kraftprobe. Vermutlich wird die Regierung versuchen, die US-amerikanischen Diplomaten des Landes zu verweisen und mit polizeilicher Gewalt in Flugzeuge zu setzen. Dann wird Washington sagen, das ist Gewalt gegen immunitätsgeschützte Auslandsvertreter der USA. Und so könnte ein Vorwand konstruiert werden, dass die USA übrigens nicht zum ersten Mal bewaffnet in Südamerika eingreifen. Im Hintergrund stehen natürlich die gewaltigen finanziellen Verwerfungen, die das Land an den Abgrund geführt haben. Sie müssen sich vorstellen, Venezuela heute ist ein Staat mit, und das ist kein Versprecher, 200.000% Inflation. 200.000% Inflation. Das heißt, diese Währung, der Peso, ist nichts mehr wert. Die Leute haben Geld in den Taschen, aber es ist nur Papier. Die Läden sind leer, die Leute hungern, Tausende fliehen. Und das ist natürlich Futter für die Opposition, die die Regierung stürzen will. An der Oberfläche wird gesagt, das können Sie in den Zeitungen bei uns lesen, was dort die Ursache ist, sozialistische Misswirtschaft. Und das ist ja auch gar nicht falsch. Denn die sozialistische Regierung hat katastrophal gewirtschaftet. Man muss sich vorstellen, Venezuela ist das Land auf der Erde mit den größten Ölvorkommen überhaupt. Mehr als Saudi-Arabien, mehr als Russland. Wie kann ein solches Land am Hungertuch nagen? Es hängt damit zusammen, dass die Sozialisten, die dort an der Macht sind, seit ungefähr 20 Jahren, zunächst etwas Gutes gemacht haben und dann etwas sehr Schlechtes. Das Gute, was sie gemacht haben, das war der Vorgänger von diesem Maduro, der Chavez. Das Gute, was sie gemacht haben, sie haben die ausländischen, vor allem amerikanischen Ölkonzerne enteignet und verstaatlicht. Das war natürlich im Sinne einer patriotischen Entwicklung durchaus richtig. Ja, was will man immer den Amerikanern das Geld in den Rachen werfen, wenn doch die Vorkommen, die Bodenschätze dem Volk gehören. Aber im nächsten Zug, und da beginnt die sozialistische Misswirtschaft, hat der Chavez diese schönen Einnahmen aus dem Ölgeschäft einfach verschenkt an die ärmeren Leute, an die Unterklassen, an die Favelas. Sympathisch, aber ökonomisch völlig unklug, weil er hätte natürlich diese Einnahmen nutzen müssen, um ein Polster für harte Zeiten aufzubauen und um eine eigenständige industrielle Infrastruktur außerhalb des Erdöls zu generieren. Hat er nicht gemacht und deswegen ist bis heute der Zustand der, dass Venezuela 90% seiner Exporterlöse aus dem Ölhandel generiert. Kaum sonst etwas herstellt im Land, das heißt alles muss importiert werden. Von den Pampers bis zu den Maschinen, bis zu Haushaltsgeräten, bis zu Hightech. Die haben nichts im eigenen Land. Und wenn dann der Ölpreis zurückgeht, wie in den letzten Jahren, fallen natürlich Einnahmen weg und die Sache geht in die Schieflage und das Außenhandelssaldo wird negativ. Das ging bis zu dem Punkt, dass mittlerweile die Ölanlagen in Venezuela verrotten, weil keine Ersatzteile aus dem Ausland mehr gekauft werden können. Also sozialistische Misswirtschaft, aber das kann nicht alles sein. Denn wenn wir einen Vergleich machen mit dem benachbarten Argentinien, dann sieht man, dass auch dieser Staat in eine katastrophale Richtung abstürzt
obwohl dort die Linken 2015 die Regierung verloren haben und mittlerweile in Buenos Aires eine konservative Regierung am Ruder ist. Auch in Argentinien wird die Lage immer schlechter. Wir haben 60% Inflation, wir haben 60% Leitzins der Zentralbank. In Europa sind es nahe 0%, dort 60%. Zum Jahresende 2015 wurden die Preise für Strom, Gas, Wasser, Nahverkehr um 50% angehoben. Mittlerweile demonstrieren auch dort Zehntausende auf den Straßen von Buenos Aires. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine Sache, hier wirtschaften die Linken schlecht und hier sind die Konservativen, die gut wirtschaften, sondern alle diese Staaten driften in die Krise und ins Chaos und dahinter stehen eben diese Finanzmächte. Bei Argentinien sind es angloamerikanische Geierfonds, die in der Vergangenheit dem Land Kredite aufgeschwatzt haben, die das Land hätte gar nicht nehmen dürfen, aber die Politiker haben dafür natürlich Provision bekommen, also Bestechung. Und die vorhergehende Linksregierung in Argentinien hat die Bedienung dieser Kredite verweigert, die Schulden annulliert. Dann wurden die Linken gestürzt, jetzt sind die Konservativen gekommen und diese Konservativen werden von diesen Geierfonds gnadenlos abgestraft und müssen jetzt bluten, bis das Volk nichts mehr hat. Ähnlich in Venezuela. Natürlich, sozialistische Misswirtschaft ist das eine, aber die angloamerikanischen Großbanken sind auch am Drücker. Ich habe ja vorhin gesagt, Venezuela hat die amerikanischen Erdölmultis enteignet unter Chavez im Jahr 2004, 5, 6. Zwei der amerikanischen Erdölmultis haben dagegen geklagt, haben natürlich vor amerikanischen Gerichten Recht bekommen, vor US-amerikanischen, und haben jetzt im vergangenen Sommer die Erdölverladestationen der Venezolaner in der Karibik und in Curaçao konfisziert. Das heißt, es war im Besitz der venezolanischen Erdölcompany und die Amerikaner haben einfach einen Konfiskationsbeschluss erreicht bei amerikanischen Gerichten und haben dann den Venezolanern diese Verladestationen weggenommen. Deswegen konnten die Venezolaner ein Drittel ihres Öls nicht mehr über diese Stationen ausführen. Das macht es natürlich zusätzlich schwierig. Oder wenn man die Privatbank Goldman Sachs nennt, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, die haben Venezuela zwar einen Kredit gegeben, aber zum wahnsinnigen Zinssatz von 45% pro Jahr. Ja? Und der Sargnagel für die aktuelle Regierung, beziehungsweise der Startpunkt, dass es jetzt wirklich zur Sache geht, bis hin zu militärischer Gewalt, war der 1. Januar 2019. Da hat Venezuela den Vorsitz in der OPEC übernommen, also in der Gemeinschaft der erdölproduzierenden Länder. Und Venezuela hat angekündigt, dass es nicht nur selbst, sondern auch in diesem OPEC-Verbund erreichen will, dass die Erdölgeschäfte auf der ganzen Welt nicht mehr in Dollar abgerechnet werden, sondern, wie Venezuela vorschlägt, in chinesischen Yuan, also in der chinesischen Währung. Das war eine mutige, ich würde sagen, eine todesmutige Ansage von Maduro, denn sie wissen, sowohl der Krieg gegen Saddam im Irak als auch der Krieg und der Sturz von Gaddafi in Libyen waren in einem ähnlichen Kontext, dass auch die damals gesagt haben, wir wollen raus aus der Dollarfaktorierung, wir wollen das Öl für andere Währungen, Euro, Rubel, Yuan verkaufen. Und das haben die Amerikaner nicht mitgemacht. Und dann fand man Massenvernichtungswaffen wie im Irak oder man attestierte Menschenrechtsverletzungen wie in Libyen. Und Sie wissen, wenn die Angloamerikaner von Menschenrechten reden, dann meinen sie meistens Schürfrechte. Also wurden die weggeputscht und das ist das Szenario, was jetzt auch in Venezuela blüht. Ich bin kein Freund der Regierung Maduro. Ich habe ja schon gesagt, sozialistische Misswirtschaft. Ich war auch kein Freund von Saddam, der Blut an den Händen hatte
und auch kein besonderer Freund von Gaddafi. Aber man muss sagen, das amerikanische Eingreifen hat in allen diesen Fällen die Lage noch sehr, sehr, sehr verschlechtert und niemals verbessert. Was der große Hintergrund des amerikanischen Imperativs zum Krieg, zum Eingreifen in diesem oder jenem Erdteil ist, ist die fundamentale Schwäche der amerikanischen Wirtschaft und des amerikanischen Dollar. Sie müssen sich überlegen, Amerika, der Staat, hat 20 Billionen Dollar Schulden. Addiert man die Privatwirtschaft dazu, sind wir bei 70 Billionen Dollar Schulden. Das sind die ganzen Schattenhaushalte der Privatbanken, wo ja Dollars aus dem Nichts gedruckt oder elektronisch erzeugt werden, noch gar nicht dabei. Vielleicht eine einzige Zahl, ich beziehe mich auf das Jahr 2010, ist bestimmt schlimmer geworden seither. Die Amerikaner haben eine Auslandsverschuldung von 40% ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung. Also ich rede nicht von der Gesamtverschuldung, sondern nur von der Auslandsverschuldung. Als die DDR 1989 bankrott war, hatte die DDR eine Auslandsverschuldung von 16% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Damals hat jeder gesagt, die DDR ist bankrott, sozialistische Misswirtschaft, das kann nicht gut gehen. Und tatsächlich hat die DDR keine Kredite mehr bekommen, um ihren Staatshaushalt zu stabilisieren. Weil jeder hat gesagt, wir geben doch dem Honecker kein Geld, das ist ja ein Fass ohne Boden. Aber die DDR hatte nur 16% Auslandsverschuldung. Die USA hatten 2010 bereits 40%. Was ist der Grund, warum Amerika trotzdem immer mehr Geld an sich zieht, warum Gläubiger, reiche Leute auf der ganzen Welt, egal ob Deutsche oder Europäer, gerne auch Saudis, amerikanische Staatsanleihen, also Schuldpapiere aufkaufen? Der Grund liegt in zweierlei. Im Unterschied zur DDR oder zu irgendeinem anderen Schuldnerstaat auf der Welt hat die USA ein einmaliges Privileg. Aufgrund ihrer militärischen Übermacht, sie geben mehr aus fürs Militär als alle 17 nachfolgenden Staaten zusammen. Aufgrund ihrer gigantischen militärischen Überlegenheit sind sie in der Lage, zu jeder Zeit und an jedem Ort der Welt mit vorgehaltener Maschinenpistole ihren an sich wertlosen Dollar in Waren und Werte einzutauschen. Das ist das eine Privileg. Das andere Privileg ist der Erdölhandel, wo sich die Amerikaner in den 70er Jahren im Zusammenspiel mit Saudi-Arabien das Vorrecht gesichert haben, dass der gesamte Erdölhandel auf Dollarbasis abgewickelt wird. Also jeder, der Erdöl kaufen will, muss Dollars haben und muss Dollars nachfragen und muss eigene Devisen in Dollars umtauschen. Das hat den Dollar die ganze Zeit nach oben gehalten, obwohl die fundamentalen Wirtschaftsdaten sehr schlecht waren. Das war ein Vertrag aus den 70er Jahren. Damals kam das Öl vor allem aus Arabien. Aber die Weltlage hat sich geändert. Mittlerweile wird sehr viel Öl produziert in Venezuela, in Russland. Und diese Länder sind nicht mehr bereit, den Dollar als Verrechnungsbasis zu akzeptieren. Im letzten Jahr 2018 hat Russland allein, Sie müssen sich das vorstellen, 1 Billion Dollars abgestoßen und in Euro, japanische Yen und chinesische Yuan umgetauscht. Eine Kampfansage in den USA. Die letzten Tage passiert in China dasselbe. China ist eigentlich der größte ausländische Halter von Dollarreserven, weil die so einen großen Überschuss haben im Handel mit den USA, haben die viele Dollars eingenommen. Jetzt beginnt China, diese Dollarreserven umzutauschen in Gold.
Wir haben in den ersten Januartagen einen chinesischen Umtausch von ungefähr 100 Milliarden Dollar in Gold. Das heißt, hier gerät die Basis der amerikanischen Hypermacht und des ganzen Schwindels, was die in den letzten Jahrzehnten mit ihrer militärischen Überlegenheit stabilisiert haben, diese Basis gerät ins Wanken, weil Russland und China nicht mehr mitspielen und weil jetzt die Dollarfaktorierung im Öl ins Wanken gerät, müssen die Amerikaner unbedingt an einem anderen Schauplatz Stärke zeigen und den internationalen Geldsäcken demonstrieren, dass sie doch immer noch in der Lage sind, Waren und Werte zu kontrollieren und sich anzueignen, auch wenn sie ihnen nicht gehören. Und da ist natürlich Venezuela ein sehr geeigneter Ansatzpunkt, weil, wie ich gesagt habe, Venezuela ist das Land mit den größten Erdölreserven auf der ganzen Welt. Wenn die Amerikaner das in eigene Kontrolle bringen, dann demonstrieren sie den Weltbörsen, sie sind vielleicht in der Produktion, in der Industrie schwach, aber Kraft ihrer militärischen Dominanz können sie diese produktive Schwäche durch räuberischen Ehrgeiz jederzeit ausgleichen. Die Kräfte hinter der amerikanischen Dollarpolitik, hinter diesem Dollarimperialismus, offiziell die amerikanische Notenbank Federal Reserve, aber diese Notenbank ist keineswegs eine staatliche Einrichtung, sondern sie ist im Besitz der Privatbanken und der Staat ist nur die Kulisse. Das war an einigen aktuellen Beispielen aufgezeigt, die Kriminalgeschichte des großen Geldes, die hier in der Ausgabe etwas ausführlicher behandelt wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und darf nun meinen geschätzten Co-Referenten Eike Hammer bitten.